Herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Und wir sind ja hier immer noch in unserer Monsterfalle. In letzten Part sind wir ja nach Hause gegangen, ne, ihr Spinnen? Alter, hört auf, in euch selbst reinzugehen. Ihr blöden Spinnen. Schaut, was schaut ihr mich so an? Lasst mich. Hilfe. Hey, was habe ich denn da im Ofen? Ich glaube, ich kill sie mal. Einfach mal so, ich habe jetzt Bock drauf. Also kommt her. Warum leckt es jetzt so? Jetzt. Wahrscheinlich wegen den zu vielen Spinnen. Schätze ich mal. Töten! Auch dich töten! Töten! Gebt mir eure Erfahrungspunkte! Spinnen! Ach ja, übrigens nehme ich momentan ohne Musik auf, sondern die Musik, die ihr jetzt hört, die werde ich später im Player einfügen. Und ich merke gerade, mein Texture Pack ist blau. Okay, ich ändere es mal schnell. Moment. Ich wechsle mal. Ich nehme jetzt mal das hier. Es kommt zu einem Frame-Einbruch, weil das Texture Pack geswitcht wird. Wahrscheinlich stürzt es auch gleich das Programm ab. Aber ist ja egal. Lala. Ja. Jetzt warten wir, wie gesagt, darauf, dass das Texture Pack gewechselt wird. Na, jetzt komm schon. Das Texture Pack werde gewechselt. Komm. Okay, jetzt ist es gewechselt. Hoffe ich zumindest. Und jetzt sind die blauen Texturen weg. Sehr schön. Okay, es ist immer noch Nacht. Verdammt. Ich glaube, ich werde wohl die Creeper einen Besuch abstatten müssen. Verdammt. Also gut. Gehen wir mal raus. Wenn mich ein Creeper überrascht, ist es mein Problem. Ah! Hilfe! Monster! Boah, wegen diesem Schnee, da leckt es jetzt auch wieder ein bisschen. Ich glaube, ich warte jetzt ein bisschen, bis das Ganze sich wieder gefangen hat und dann geht's weiter. So, jetzt. Gut, hier geht's heim. Ich muss auf Creeper und andere Viecher aufpassen. So, jetzt. Im Wasser sollte man sicher sein. Jedenfalls nicht vor dieser Spinne da. Eieiei, ich sehe dich. Nein, du killst mich jetzt nicht, du verdammte Spinne. Sondern ich werde dich töten. So. Oh nein, Skelett. Ich gehe da mal, ne? Autsch, ich hab doch gesagt, ich gehe. Aua, verstehst du mich denn nicht? Ich tue dir schon. Au, lass mich in Ruhe. Sag deinen Kollegen, er soll seinen Bogen wegziehen. Au, aua. Autsch, Ey, lass das mal! Oh Gott! Oh Gott! Au! Ich renne jetzt einfach. Renn um dein Leben! La 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 la! Aua! Ah! Hilfe! Monsterparade! Alter Schwede, sind das viele Spinnen! Er leckt mich am... Verdammt! Oh! Ja, man merkt schon, dass wir wieder zu Hause im Sumpfbiom sind. Was bist du denn? Hoffentlich ist da nichts in unserem Haus drin. Weil die Tür steht offen und naja, wenn da ein Creeper drin ist, dann... Und dann alles wegspringt, überraschenderweise, dann wäre das ziemlich cool. Ein Enderman wahrscheinlich gerade, ne? Oh, noch eine Spinne. Hier, warum laufen hier so viele Spinnen rum? Ich glaube, ich spinne. Runter von meinem Feld! Oh, jetzt sollte man sicher sein.
So, wir kommen zurück zu Hause. Ich hoffe, es ist nichts in unserem Keller, vorsichtshalber. Ich weiß, ich bin eine Pussy. Na, ich glaube, die Monster können eh keine Treppen verwenden. Oh, ist schön. Erinnert mich voll an alte Zeiten. Und die Sonne geht auf. Yay, und diese meine Viecher. Ach, wie schön. Gut, ist hier noch irgendwelche... Da liegen Erfahrungspunkte. Die Armen. Im Regen stehen die Erfahrungspunkte. Und auch die Viecher. Sind da irgendwelche Monster im Gehege? Ja, da hinten ist ein Schleim. Da hinten. Aber sonst erkenne ich nichts. Schauen wir mal in die Truhe nach. Ja, ein paar Kürbiskerne, okay. Ich glaube, ich stelle jetzt mal wieder auf Pissful, weil ich so ein Pisser bin. Und wage mich in den Keller rein. So. Ach, schön, unser Lagerhaus. Ja gut, warum ich eigentlich hier bin in der alten Welt? Ganz einfach, ich habe keine Lust, eine Höhlenerkundung zu machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe mal nach Hause und stelle fest, dass wir keine Kohle in unserer Kiste haben. Ja, ist immer wieder schön. Das heißt wohl, wir kommen nicht an einer Höhlenerkundung vorbei. Aber ich will keine Höhlenerkundung machen. Immerhin haben wir hier was zu fressen. So, ist hier noch irgendwas? Eine Enderperle. Sowas. Redstone. Wow, ein Hebel. Super, Redstone. Oh Gott, wir müssen unbedingt eine Höhlenerkundung machen. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ne? Bestimmt, habe ich bestimmt schon mal gesagt. Rempel. Na gut, egal. Nehme ich mir mal ein Buch mit. Ich sagte ein Buch und nicht gleich 10. Und jetzt, habe ich Folgendes vor. Hier haben wir Kohle. Na, also geht doch. Haben wir hier vielleicht ein bisschen? Ja, scheint so. Okay. ach schön. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Ach, unsere Deutschlandflagge. Und unsere Hundis. Euch habe ich ja völlig vermisst. Na, wie geht's euch? Muss starren. Bis mein Herr wieder da ist. Ah, da ist er ja. Moment, da hinten wartet doch noch ein Hund auf uns, oder? Wir haben ihnen ja damals versprochen, dass wir eines Tages wiederkommen werden. Und wir sind wieder da. Wo ist es? Wo ist der Hund? Da ist er. Nee, das ist unsere Katze. Da ist unser Hund. Überraschung, ich bin wieder da. Was denn? Bist du traurig auf mich? Ja, ist ja gut. Es tut mir leid, dass ich weggegangen bin. Jetzt bitte verzeih mir. Ja, was ist? Hä? Was ist? Na komm mal mit. Und hier ist unser Boot, das wir versehentlicherweise vergessen haben mitzunehmen. Ach, du bist ganz nass. Das sind wahrscheinlich die Flöhe, die er sich gefangen hat, wo wir weg waren. Bah! Du musst dich jetzt mal waschen. Komm, ab ins Wasser mit dir. Okay. ja, ich glaube, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, was wir machen können. Zunächst nehme ich mir das Zuckerrohr mit. Ich habe gesagt, ich werde wieder zurückgehen in die neue Welt. Und so viel wie es auch nur geht. Und zwar gehe ich, glaube ich, jetzt zurück in die neue Welt. Ich wollte eigentlich nur die Kohle mitnehmen und schauen, wie es in die neue Welt geht, whatever. Aber ich glaube, wir können uns noch ein paar Bücher mitnehmen mit Verzauberung. Ich glaube, das mache ich. Gut, dass wir hier genug Bücher noch haben. Tut mir leid, Hundi. Es ist ein schönes Vergnügen gewesen. Hupf! Es war ein schönes Vergnügen. Es war ein schönes, kurzes Vergnügen, aber jetzt muss ich wieder gehen. Warte einfach hier und bewache das Haus. So, jetzt habe ich die Tür vorsichtshalber mal wieder zugemacht. Falls wir wieder nochmal zurückgehen, dasselbe Problem haben wie vorhin gerade. Tschüss,
alte Welt. Tschüss, ihr Schäfchen. Na, wenn wir schon hier sind, vielleicht haben wir vielleicht eine Schere. Nein, haben wir nicht. Verdammt. Egal, ich glaube, ihr, wahrscheinlich, wenn sie dann, werde ich ihren Kopf gar nicht mehr sehen, weil ihr Körper dann voller Wolle gewachsen ist, sodass ich die Köpfe nicht mehr sehen kann von den Schäfchen. Das wäre auch schön, wenn so, wenn die Schäfchen so überwachsen können. Wäre ganz lustig. Also gut, jetzt müssen wir wieder zurück nach Hause, oder beziehungsweise nach unserer, zu unserer neuen Welt. Ich kann noch schnell einen Blick in die Höhle reinwerfen, wo wir damals erkundet haben. Die müsste hier ungefähr sein. Da haben wir bestimmt auch noch ein paar Rohstoffe. Und da ist auch ein Hund. Ich glaube, unsere Viecher, die sind hier auf der ganzen alten Welt verbreitet. Ist dir nicht kalt? Ich meine, du hockst hier schon seit mehreren Parts auf dem Eis. Ist dir nicht kalt? Na komm, ich erlöse dich. Komm, setz dich auf den Schnee. Der ist nicht so kalt wie das Eis. Na los, komm her. So, und sitz. Ha, jetzt sitzt du sogar auf der Wiese. Sehr schön. Okay, hier ist ein Schäfchen. Und hier ist unser Dingens, was zu unserer Höhlendingens führt. Ist hier vielleicht noch was drin? Nein, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay, das haben wir komplett leer geräumt. Verdammt. Ah, hier ist ein bisschen Kohle. Wollen wir das mitnehmen? Ja komm, ist zwar ein bisschen cheaten, weil wir gerade auf Peaceful spielen, aber egal. Sobald wir im Nether sind, werde ich sofort wieder auf Easy schalten. Und dann können wir uns die Höllenviecher uns bestrafen dafür, dass ich jetzt cheate. Gut, dann würde ich sagen, das schließen wir wieder. Den Abraum. Verdammt. Nein, ach, egal. Komm, jetzt gehe ich zurück. Ich will nicht zu lange hier bleiben. Weil das ist ja Staffel 1. Und wenn ich hier in Staffel 1... weil wir sind hier in Staffel 1. Und wenn wir hier in Staffel... Also wir sind momentan... Oh, okay, neu von vorn. Wir sind momentan in Staffel 2. Und wir sind momentan in der Staffel 1 Welt. Das heißt, wenn ich hier die ganze Zeit in Staffel 1 bin, obwohl es Staffel 2 ist, dann... das ist ein bisschen uncool. Und unlogisch. Hier ist unsere Cobblestone-Farmstelle. Nur zur Rückerinnerung. Könnten wir uns in unserer neuen Welt eigentlich auch bauen, so eine Cobblestone-Farmstelle? Okay, dann würde ich sagen, ab geht's zurück in die Hölle. Und zunächst möchte ich noch ein paar Sachen verzaubern. Hier an diesem Zaubertisch. Man kann ja jetzt Bücher verzaubern, sodass wir die dann später an Objekten verwenden können. Ich gebe den jetzt mal eine 5 verzaubern, schusssicher, das müsste an dem Bogen sein. Was haben wir denn hier? Das müsste Schutz, ich glaube das ist bei einer Rüstung. Was haben wir hier? Das ist Stärke, das ist bei, keine Ahnung, ich vermute mal bei, bei einem Schwert glaube ich, ne? Die Spinnenaugen und das ganze Zeug lagern wir auch hin, damit wir ein volles Inventory kriegen. Ein Buch haben wir noch, was wir verzaubern können, und zwar, na, keine 2, 5 mal auch mal. Ich nehme jetzt mal das hier, Haltbarkeit. Das müsste bei einer Spitzhacke und so sein. Ja, wir haben hier eine Diamantenspitzhacke. Ich glaube, das wäre cool, wenn wir die jetzt, halt, Moment, man braucht einen Amboss dafür. Verdammt, ich habe vergessen, man braucht einen Amboss, wir haben keinen Amboss. Ah, da brauchen wir Eisen auch wiederum dafür. Verdammt, okay, ich brauche genug Eisen jetzt. Vielleicht können wir uns in Staffel 2 einbauen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück in Staffel 2. Zuvor schalte ich allerdings wieder um. Halt, Moment, ich muss jetzt meine Sachen verwalten. Und zwar... wir haben doch einen Bogen. Wo ist denn der Bogen hin? Da ist der Bogen, okay. Halt, nein, das Schwert brauchen wir unbedingt. Zack. Und jetzt, haben wir hier vielleicht ein paar Pfeile? Ne, wir haben ein paar Strings. Stringtanga. Okay, das habe ich nicht gesagt. Wolle wäre nicht schlecht, wenn wir das dabei hätten. Noch mehr? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Halt, Moment. Wir haben hier noch eine Kartoffel. Ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder zurück nach Hause. Ich muss eh noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Ich weiß. Wir halten jetzt uns langsam zu lange hier auf. Aber jetzt,
Ich hole noch schnell die Kartoffeln, die müssen ja mittlerweile gereift sein, die wir damals vor 20 Parts, glaube ich, nee, das war übertrieben, 15 Parts ungefähr, von einem Zombie bekommen haben, ebenso wie bei der Karotte, die wir in Staffel 2 haben. Ja. jetzt hole ich, wie gesagt, die Kartoffeln, danach gehe ich auch zurück. Ich hole mir dann auch noch gleich ein bisschen Eisen mit für den Amboss später. Ach ja, jetzt brauchen wir ein bisschen Glück, denn es besteht eine 1-zu-20%ige Chance, dass hier vergiftete Kartoffeln rauskommen. Verdammt, das ist nur eine Kartoffel jetzt. Okay, egal. egal, vergessen. Vergessen! Ich kann die ja auch in Staffel 2 noch pflanzen. Dann haben wir die hier in Staffel 1 zwar nicht mehr, aber wir können sie dann später mitnehmen, wenn wir sie vermehrt haben. Ja, ihr seid traurig, weil ich weggehe. Ja, ich kann euer Kummer verstehen. Die armen Hunde, ihr macht vielleicht was mit. Ja, ich glaube nach dem Let's Play müsst ihr in die Therapie. Unsere Rüstung hält auch nicht mehr so lange, ne? Eisen wollte ich mitnehmen, genau. Ich bin hier vielleicht vergesslich. Aber das ist Staffel 1. In Staffel 1 habe ich damals auch immer alles vergessen. In Staffel 2 hat sich das ein bisschen verbessert dann. Hä? Warum haben wir nur Gold und Lapis und Redstone? Ich gebe es so ungern zu, aber ich glaube, ich muss wirklich bald eine Höhlenerkundung machen, und zwar eine große. Verdammt. Aber ihr kennt meinen Schiss in Höhlen. Ihr wisst es, was für ein Schiss ich in Höhlen bin. Oje. Dschungelholz. Wow. Fichtenholz. Egal, komm, ich gehe jetzt da einfach wieder zurück. Ist egal. Jetzt haben wir immerhin unsere Kartoffeln. Oh, die Sonne geht unter. Egal. Hallo Sonne. Wie soll ich sie nur ansprechen? Irgendwie ist es jetzt gerade bei mir so still. Na gut, ihr hört ja zwar gerade eine Musik, weil ich es später einfüge, aber es ist total ungewohnt, jetzt also still Minecraft zu spielen. Normalerweise höre ich immer Musik, aber warum ich jetzt eigentlich mit ohne Musik spiele? Ganz einfach, bei meinem Movie, also bei meinem Camtasia, ich renne ja mit Camtasia, und zwar ist es so, wenn ich mit Camtasia renne, denkt sich Camtasia, was ist denn das für eine Musik? Die muss ich mal schön leise drehen. Und dann dreht Camtasia die Musik ungefähr um 50%, wenn nicht sogar 75% leiser. Im letzten Part könnt ihr das sehen, ich habe den Part sehr laut gedreht, also die Musik, da hat es auch ein bisschen gedröhnt, hat man gemerkt, bestimmt. Und ja, nachdem ich das Ganze gerendert habe, dann war die Musik ungefähr um die Hälfte leiser, also... Ja... Okay, jetzt war genug gefaselt, jetzt wird's wieder ernst. Ab geht's in die Hölle. Ich hoffe, ich finde den Weg zurück. Hallo, ihr Schweine. Ihr habt Kenny getötet, ihr Schweine. Und ich höre schon die Gats, oh Gott. Oh Gott. Aber ich bin bewaffnet. Nochmal, es können nämlich nichts austricksen. Hoffe ich zumindest. Und hier führt's nirgendwo lang.